Servus meine Freunde, was geht und willkommen zu diesem besonderen neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr hier am Boden schon sehen könnt, geht es heute, oder wahrscheinlich auch schon im Titel gesehen habt, geht es heute um mein neues Motorrad. Ja, ich habe mir ein neues Motorrad gekauft. Ich habe im letzten Video schon ein bisschen angekündigt, beziehungsweise euch ja gesagt, dass ich meine alte Maschine verkauft habe. Und ich habe mir seit, wie lange ist das jetzt her? Circa 2 Wochen ist es schon her, habe ich mir ein neues Motorrad gekauft, habe ich euch aber davon noch nichts gesagt, außer die Leute, die mir auf Instagram folgen, haben in einem meiner letzten Stories gesehen, was ich mir gekauft habe. Ja, ich dachte, jetzt ist es Zeit dafür, euch zu zeigen, warum habe ich da so einen fetten Pickel, Alter? Dachte ich mir, ich zeige euch heute mein neues Motorrad, weil das Wetter endlich mal einigermaßen mitspielt. Das Wetter ist einigermaßen ganz okay. Bisschen Sonne, bisschen Wolken. Das Einzige, was mich ein bisschen stört oder was ein bisschen nicht so schön ist, ist einfach, dass bei uns mega der Sturm geht. Aber deswegen Safety First, Lederkombi ist am Start, Schuhe ist am Start, Helm natürlich, wenn ich Motorrad fahren will. Und ich würde sagen, ich packe jetzt mal alles zusammen. Ich nehme euch heute mit und genau, los geht's. So, hier sieht es jetzt ein bisschen aus. Das Setup kennt ihr ja schon einigermaßen, also hier ganz normal mein Fotorucksack hier hinten, meine Handschuhe für längere Touren, also die nehme ich nur her, wenn ich weitere Touren fahre. Das Problem ist heute, dass einfach ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, es ist extrem windig und da dachte ich mir, ich nehme jetzt meine normalen oder meine dicken Handschuhe mit, weil die einfach ein bisschen besser sind, ein bisschen wärmer sind als meine normalen dünnen Handschuhe. Dazu natürlich ganz wichtig für mich, habe ich hier so ein Halstuch, weil meine Lederkombi, hier seht ihr die, Alpinstar, mega Schnäppchen, mega geil geschossen, habe ich das hier oben, wenn ich die dann anhabe, habe ich immer nur bis zum Hals bedeckt, das heißt mir fehlt dann am Hals was und deswegen habe ich dieses Tuch. Hier meine ganz normalen Motorradschuhe, die kennt ihr auch schon. Dann, ganz wichtig, einen Nierengurt, nie vergessen Leute, wenn ihr irgendwo hinfahren solltet und wie gesagt, das Wetter jetzt noch nicht perfekt ist. Auch im Sommer trage ich den für längere Touren. Gut, ich muss zugeben, wenn ich in die Stadt fahre oder hier bei uns in der Stadt rumfahre, ziehe ich den meistens nicht an. Dann habe ich mir, ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal gezeigt habe, eine Beintasche gekauft. Und wenn ihr genau hinschaut, werdet ihr wahrscheinlich dieses Logo schon kennen. Hier oben steht es auch nochmal. Moment, Fokus. Jetzt. So, und zwar ist es von der Marke Dainese, aber ich habe damals einfach spontan auf eBay geschaut nach einer Beintasche, weil ich das bei einem Kollegen gesehen habe, weil ich nicht immer Bock hatte, einen Rucksack mitzunehmen oder sowas. Und diese Beintasche, haltet euch fest Leute, habe ich 7,95 € bezahlt und von der Marke Dainese. Aber ich muss dazu sagen, oder ich glaube, es ist nicht original. Und ich habe zwar hier Dainese und hier Alpinstar, aber ist noch nie jemand aufgefallen. Deswegen kann ich euch empfehlen, wenn ich die jetzt im Internet oder auf eBay nochmal finde, verlinke ich euch die gerne mal unten in der Videobeschreibung. Ich werde euch auch dann zeigen, wie das Ganze dann aussieht, wenn ich meine Lederkombi inklusive Beintasche und anhab. Genau, dann nehme ich heute für die Fahrt natürlich meine Canon-Kamera mit, weil ich vorhabe, ein paar geile Bilder für Instagram zu machen. Deswegen, wer mir noch nicht folgt, schaut gerne unten in die Videobeschreibung und checkt da gerne mal meinen Account ab. Was natürlich auch nicht fehlen darf, mein kleines Baby, meine Hero 5. Die werde ich noch an meinem Helm dran machen. Den Helm habe ich euch ja auch im letzten Video gezeigt. Ist einfach einer für 120 Euro. Das einzige Problem ist, seht ihr hier schon, wenn ich jetzt einen Motorvlog mit euch gleich machen werde, muss ich erstmal schauen, wie ich dieses Mikrofon befestige. Ich habe euch ja gesagt, dieses Mikrofon hat 6, 8 Euro sowas gekostet. Ist von der Marke Zalman und die Qualität ist echt überraschend gut für den Preis. Das Einzige ist, ich dachte ja, oder ich habe es immer so gemacht, hier unten, wo dieses Netz ist, habe ich immer dieses Kabel rein und irgendwo dazwischen habe ich halt mein Mikrofon reingeklemmt. Aber immer wenn ich den Helm absetze, fliegt mir das komplette Kabel weg. Deswegen muss ich schauen, vielleicht nehme ich da Kabelbinder oder irgendwie Tape ein bisschen, dass ich das befestigen kann. Die Qualität ist echt, wie gesagt, sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass es auch vom Wetter einigermaßen passt, weil es sind viele Windgeräusche. Deswegen werde ich mit zu im Visier fahren, damit ihr mich ein bisschen besser versteht.
Und jetzt würde ich sagen, ich ziehe mich um, ziehe meine Alpinstar Lederkombi an und dann melde ich mich gleich nochmal. So Leute, ich bin jetzt in meiner Lederkombi, habe noch einen schönen Hoodie drüber gesetzt, drüber angezogen, weil ich finde optisch sieht das nochmal ein bisschen besser aus. Und wie gesagt, draußen ist ja das Wetter noch nicht wunderbar, also noch nicht perfekt, deswegen halt nochmal ein bisschen Wärme durch den Pulli. So, ihr könnt mich mal das erste Mal ohne Cap sehen. Ich muss jetzt nur noch die Schuhe anziehen. Ich habe jetzt meine GoPro schon einigermaßen befestigt. Ich hoffe, das passt auch wieder so alles. Ich habe jetzt das Kabel, vielleicht sieht man es ein bisschen. Ich kann es ja mal kurz hochheben. Habe ich wieder hier unten in dieses Netz getan. Muss jetzt meine GoPro dann nur noch anschließen. Und dann hoffe ich, dass ein Motorvlog heute zustande kommt. Nicht, dass ich irgendwelche Audioprobleme wieder haben sollte. Ich habe jetzt hier ganz normal dieses Halstuch. Wie gesagt, das nutze ich einfach nur dafür, für den Wind oder wenn irgendwelche Tiere auf mich zukommen sollten, dass ich halt hier oder dass mein Hals ein bisschen geschützt ist. Kamera ist am Start, Handschuhe sind am Start und, warte mal, ich stelle euch mal kurz ab. Also so sieht das Ganze aus mit dem Hoodie. Hier ist die Beintasche. Ich bin halt komplett in Schwarz mit hier dem Alpinstar-Logo. Ist ziemlich cool, man kann die hier per Klettverschluss einfach abmachen und ja, durch neue ersetzen. Und das Geile ist daran, Leute, ich habe wirklich den Anzug in einem super Preis geschossen. Der einzige Grund, warum das reduziert war, ich hoffe, man kann es noch sehen, genau hier hat er gesagt, hier ist der Kleber abgegangen. Also das eine Teil klebt hier fest mit Klettverschluss, bloß das Logo, was da drauf gehört, ist halt einfach ein bisschen locker. Und dafür hat er mir echt einen super Preis gemacht. Ist halt nicht mehr der neueste, sondern ich glaube 2014, wenn es mich nicht täuscht, hat er gesagt, hey komm, du suchst was. Ich habe einen Einteiler genommen, weil ich fühle mich da sicherer als wie mit zwei Teiler. Meine letzte Lederkombi, beziehungsweise es war gar keine Lederkombi, sondern eine Stoffkombi. Und ich bin so froh, dass ich die nicht mehr besitze, beziehungsweise die hängt bei mir unten im Schrank, weil es so unbequem war und die war mir erstens viel zu groß und das waren einfach so, ja, kein richtiger Schutz. Hier habe ich halt Schutz an den Schultern, an dem Ellbogen, wie gesagt, Knieschleifen. Hoffe ich, dass ich dieses Jahr auch mal schaffe. Habe ich mich jetzt noch nicht so getraut. Wie gesagt, ich habe jetzt ein neues Motorrad. Ich bin mal gespannt, was eure Meinung zu meinem neuen Motorrad ist. Oh, Leute, ich bin so happy. Ich habe wirklich sehr, sehr lange gesucht. Aber ich würde sagen, ich erzähle euch das dann später in dem Vlog, in dem Motorvlog. Und ich mache mich jetzt komplett fertig. Fahr los. Wir sehen uns dann an einem Spot, wo ich euch dann die Maschine komplett zeigen will, zeigen werde. Und dann quatsche ich noch ein bisschen mit euch. Deswegen lehnt euch zurück, genießt das Video und los geht's. So, ich bin jetzt am Spot angekommen. Ihr seht schon, mega, mega geiles Wetter. Ich bin hier an irgendeiner Kirche oder was das ist. Und ich glaube, ich mache mal das Visier runter, weil dann seht ihr oder versteht ihr mich besser. Ja, jetzt ist es soweit. Ich zeige euch meine neue Maschine. Und genau, ich rede jetzt nicht weiter, sondern let's go. Boom! Gönnt euch dieses geile Teil. Eine KTM SMCR 690. Mir fallen gerade echt keine Worte ein. Ich bin so, so glücklich. Das Teil geht ab. Das ist Wahnsinn. Allein die Beklebung. Wie gesagt, da folgen jetzt mehrere Videos auf jeden Fall noch. Allein von der Beklebung. Mega, mega geil. Wie ihr schon sehen könnt, werde ich erstmal in Zukunft nichts investieren, weil das auch gar nicht mal so günstig ist. Was da alles noch umgebaut wird und was ich an der Maschine noch machen werde, erfahrt ihr in einem anderen Video. Heute wollte ich euch nur mal dieses Prachtstück zeigen. Oh, fuck ist das geil. Gönnt euch das. Allein jetzt hier das Wetter, wie gesagt, perfekt. Sonne haben wir, 690 SMCR. Warum und weshalb und was alles, wie gesagt, gemacht wird. Kommen viele Videos, deswegen schnallt euch an, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich mache jetzt noch mit euch so einen kleinen Rundgang. Wie gesagt, die Beklebung war schon drauf. Kilometer hat es jetzt 13.000.
ist ja eigentlich nicht viel. Ich habe einen super Preis bekommen, aber wie gesagt, über den Preis will ich auch gar nicht reden, sondern so steht sie da. Das ist meine neue Maschine. Ja, und das Erste, was ich jetzt demnächst machen muss, sind unbedingt die Felgen putzen, beziehungsweise das ganze Motorrad, weil überall noch Flecken sind, wie zum Beispiel hier Dreck. Genau, die Felgen hier unten oder hier sieht es auch ganz gut, alles dreckig. Kette ist super, Serviceheft habe ich. Jetzt muss ich mal kurz das Visier aufmachen, weil es schon ein bisschen warm ist. Ich hoffe, wie gesagt, das passt auch von dem Wind jetzt her. Genau, geilste überhaupt, einen Leo Winz Auspuff. Und Leute, der knattert so heftig. Ich werde euch gleich nochmal mitnehmen. Das heißt, ich mache jetzt noch einen kleinen Motorvlog als Abschluss. Genau, hier so ein Hitzeschutzband oder wie man das nennt, ist dran. Fußraster sehen noch so gut wie neu aus. Sozius, gut, werde ich wahrscheinlich nicht machen oder sehr, sehr selten. Genau, was gibt es noch zu der Maschine zu sagen? Spiegel, ja, wie gesagt, wird erneuert, aber das kommt alles noch in einem Video. Aber so, wie sie da steht, boah, ey, allein ich habe echt lange gesucht. Wie gesagt, meine ist ziemlich schnell verkauft worden, beziehungsweise ich habe sie ziemlich schnell wegbekommen. Und jetzt habe ich einfach mich auf die Suche begeben, habe erstmal nach dem 2014er Modell nachgeschaut, aber habe ich nichts gefunden, beziehungsweise mit über 30.000, 40.000 Kilometer und die wollten noch so viel Kohle dafür. Und habe ich gesagt, nee Leute, das ist mir zu viel. Dann habe ich mal nach einer 16er geschaut, also Baujahr, Erstzulassung 2016 und zack, habe ich sie gefunden. Es war ungefähr 1,5 Stunden von mir entfernt. Musste ich mit dem Auto fahren, ging eigentlich voll klar, weil die anderen waren ungefähr so zwischen 300 oder 250, 300, 400 Kilometer entfernt und rein theoretisch müsste man sich die dann gleich kaufen, weil ihr müsst überlegen, einfach 200 oder 300 Kilometer fahren, ist halt auch nicht ohne und dann nur zum Anschauen und dann, wenn man sie haben will, wieder hinfahren. Deswegen habe ich die angeschaut, habe natürlich auch gleich eine Anzahlung gemacht, also ich habe natürlich alles nachgeschaut, wie Bremsen und Serviceheft, alles ordnungsgemäß ausgefüllt und dann habe ich gesagt so, hey komm, ich gebe dir eine Anzahlung, reserviere mir die, ich hole die in einer Woche später ab, das Wetter war nicht so perfekt, jetzt haben wir strahlenden Sonnenschein, gut, ein bisschen Wind geht noch, wie gesagt, ich bin hier irgendwo in einer Kirche, hier fahre ich ab und zu her, um mit euch ein bisschen zu quatschen oder einfach mal ein bisschen runterzufahren. Hier könnt ihr zum Beispiel noch sehen, hat der Vorbesitzer, ich weiß nicht warum, ein Windschild hingemacht. Das war ungefähr bis hier oben. Das ist ja Vergewaltigung für so eine Maschine. Aber allein das Dekor werde ich, wie gesagt, nichts machen. Wow. Ihr könnt es mir jetzt gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr zu diesem Dekor sagt. Ich habe jetzt bewusst keinen kleinen Bike-Porn gemacht, weil ich was richtig Fettes geplant habe. Aber das kommt, wie gesagt, noch auf meinem Kanal. Deswegen vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr das nicht mehr. Was mich ein bisschen gestört hat, was ich euch noch sagen kann, sind hier diese Brems- und Kupplungshebel. Die sehen beide gleich aus. Genau, also wie gesagt, Brems- und Kupplungshebel, ja, wird auf jeden Fall was Neues kommen. Aber von der Beklebung oder so werde ich nichts mehr erstmal machen, weil mir die einfach so richtig sexy gefällt. Von vorne allein, boah, ich weiß, jetzt kommen wieder wahrscheinlich ein paar Leute, jetzt fängst du auch mit Motovlogs an. Hey Leute, ich habe euch gesagt, ich werde hier auf meinem Kanal Videos bringen, die mir Spaß machen. Und ja, Motorradfahren ist für mich einfach eine Leidenschaft. Ich habe ja davor eine Suzuki GSR 600 gehabt. Wie gesagt, 3 Jahre lang sehr, sehr zufrieden gewesen. War ein Naked Bike. Jetzt bin ich umgestiegen auf eine Supermoto. Und ja, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Mir gefällt sie sehr gut. Ich habe einen guten Preis geschossen. Allein der Auspuff. Wenn ihr überlegt, der Auspuff, glaube ich, kostet allein neu zwischen 500 und 600 Euro. Ist schon drauf. Dann hat er mir diesen Powerparts-Sitz noch dazugegeben. Originalteile hat er mir auch noch mit eingepackt. Das heißt, ich habe originalen Auspuff, originale Sitzbank, dieses hässliche Windschild, was ich auf jeden Fall niemals dran machen werde. TÜV habe ich noch über 1 Jahr und ansonsten, genau, Serviceheft hat er super ausgefüllt und jetzt weiß ich nicht, ob ich Besuch bekomme. Ne, er fährt weiter. Beim KTM-Händler gemacht worden und ja, boah, ich bin so verliebt, Leute.
gönnt euch das. Wie gesagt, ich muss sie mal putzen. Ich habe sie seitdem ich sie gekauft habe, nicht einmal geputzt. Und hier sieht man es auch noch mal ganz gut. Hier unten ist ein Haufen Dreck. Aber der ist, boah, geil. Ich weiß nicht, die Blinker vorne und hinten sind in schwarz und kurz. Ich weiß nicht, ob die serienmäßig dabei sind. Wer sich da ein bisschen auskennt, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Oder ob das irgendwelche speziellen sind, habe ich jetzt gar nicht nachgefragt. Aber geil, richtig sexy. Reifen sind auch noch ziemlich gut. Bremsen sind gut. Wie gesagt, TÜV ist fast ganz neu gemacht worden. Und sonst, ja, geil. So, jetzt würde ich sagen, ich nehme euch mit auf einen kleinen Motorvlog. Ich quatsch noch ein bisschen mit euch und dann hört ihr mal. Hoppala. So, der Wind kommt wieder und dann, schau, seht ihr das? Sogar kommen Fliegen hier schon hin, weil das Dekor so sexy ist. Nee, ich nehme euch jetzt mit, quatsch noch ein bisschen mit euch und wir machen mal eine richtig geile Soundprobe, weil Leute, bei 3000 Umdrehungen knattert das Ding. Boah, krank. Also ich würde sagen, let's go. So Leute, ich würde sagen, wir starten mit dem kleinen Motorvlog. Und ihr hört wahrscheinlich hoffentlich den Sound. Ich habe das Visier jetzt schon mal runter, weil es bei uns halt ziemlich stürmt. Und ja, fahr halt vorbei. Und genau, ich wollte mit euch mal kurz quatschen, warum ich genau dieses Motorrad gekauft habe und keine andere. Es hat einen ganz einfachen Grund. Ich wollte, seit ich meinen Führerschein habe, wollte ich schon immer eine Supermoto. Ich habe dann nie gewusst, was für eine, beziehungsweise eigentlich wusste ich schon. Ich wollte schon immer die KTM 690 SMCR, also die R-Version. Und ja, hier ist sie. Ich bin so glücklich, Leute. Allein der Sound. Und ich habe immer gedacht so, ja, ist bestimmt nicht so schön wegen dem Sitz und unbequem und hier und da. Aber ich finde echt, im Gegenteil, für kurze, was heißt kurze Strecken, für Strecken so, sagen wir mal, 100 Kilometer, 200 Kilometer, so viel bin ich letztes Jahr gefahren, reicht es vollkommen. Also habe ich überhaupt keine Probleme. Ich bin jetzt, wie gesagt, heute das erste Mal richtig unterwegs. Ich fahre sie halt gerade mal ein. Ich muss erstmal mit ihr warm werden. Ich muss sie ein bisschen kennenlernen, wie sie so zu fahren ist. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal kurz einen Soundcheck. Und vielleicht fahren wir noch in den Tunnel. Schauen wir mal. So, ich habe euch gesagt, bei 3000, jetzt sind wir bei 3,5. Jetzt schalte ich einen hoch und jetzt gönnt euch den Sound. Boah! Ich muss echt sagen, der Leo-Winz-Auspuff, viel zu heftig. Viel zu heftig. Ich will jetzt auch gar nicht so lang. Ja. Ich will gar nicht so lang Landstraße fahren, weil, wie gesagt, es ist extrem windig bei uns. Wahrscheinlich hört ihr das jetzt auch übers Mikrofon. Warum blinkt jetzt meine ABS die ganze Zeit? Mein Kumpel hat vorhin irgendwo ein bisschen rumgedrückt, weil man kann ja auch das ABS ausstellen. Vorhin hat es durchgeleuchtet und jetzt fängt es an zu blinken. Muss ich nochmal schauen. Auf jeden Fall hoffe ich echt, dass es mit dem Audio einigermaßen passt. Dieses Motorrad ist wirklich ein Hingucker. Also so viele Leute sagen, boah, krass, geiles Dekor. Und deswegen werde ich hier an diesem Motorrad erstmal nichts machen. Also vom Dekor her mäßig, weil ich echt so sehr, sehr zufrieden bin. Und wie ich das mitbekommen habe, sind die auch gar nicht mal so günstig, so eine Beklebung. Jetzt nochmal, ja, Junge, boah, oh. Leute, da geht mir einer ab. Und ich habe schon seit 2,5 Stunden, 3 Stunden so einen Hunger, aber ich komme nicht dazu, weil ich lieber fahren will. Yes. Und die zieht. Boah, allein meine Suzuki, die ich ja jetzt, wie gesagt, 3 Jahre hatte, hat natürlich einiges mehr gewogen. Das hier wiegt, glaube ich, vollgetankt 156 Kilo. Und das ist natürlich, ich glaube mal,
70, 80, 100 Kilo weniger als die alte. Und das merkt man natürlich auch in den Kurven und beim Fahren generell. Allein ich sitze hier drauf wie beim Fahrrad. Ich sitze nicht mehr wie beim Naked Bike. Okay, den müssen wir kurz überholen. Ich sitze halt nicht mehr wie beim Naked Bike so tief, sondern ich sitze hier wie auf einem Fahrrad und das finde ich so, so geil. Und wie gesagt, das war schon immer ein Traum von mir. Jetzt habe ich ihn verwirklicht. Das war nur möglich, weil ich meine andere Maschine, also meine alte, ziemlich schnell, nehme ich überhaupt auf? Ja, weil ich meine alte Maschine so schnell und eigentlich zufällig, was heißt zufällig, aber spontan verkauft habe. Warum blinkt denn das jetzt die ganze Zeit? Alles, hört mal hin. Yeah. Und wer meine Videos ja wie gesagt schon länger verfolgt, weiß, dass ich damals mit dem Jan gefahren bin. Der hatte eine Ducati Monster. Ich weiß gar nicht mehr welche genau. Aber da war ja der Sound. Boah. Und jetzt muss ich sagen, lassen wir den mal rein. Wir fahren. Mein Gott, Wahnsinn, ist man mal so freundlich und dann fährt er nicht zu. Da kommen sie jetzt alle wieder raus mit den Motorrädern. Wie gesagt, heute ist der erste Tag, heute ist Samstag, der erste Tag, wo das Wetter echt mal mitspielt. Wenn der Wind nicht so krass wäre, also in der Stadt geht's, aber wenn ich jetzt auf der Landstraße unterwegs bin, das macht keinen Spaß, allein ich denke immer, ich fliege immer weg oder so. So, jetzt schauen wir mal, wo fahre ich denn jetzt eigentlich noch hin? Tunnel? Fahre ich noch Tunnel? Und ich muss immer rechts in so eine Scheibe reinschauen. Und genau jetzt ist keine Scheibe da. Weil ich finde das Dekor so geil, Leute, wirklich. Und warum blinkst du? Jetzt bleib an. Ach, keine Ahnung, muss ich mal im Handbuch nachschauen. So. Mein Gott. Ja, Mann. Der Sound. Also wie gesagt, wo war ich vorhin stehen geblieben? Der Jan hatte ja eine Ducati Monster. Leider nicht mehr, weil er ja einen Unfall hatte. Und da hat die Maschine einen Totalschaden bekommen und der Sound war ja echt extrem krank. Und ich muss sagen, ich will jetzt nicht angeben, aber der Sound von der Maschine, ja, ist nochmal ein Ticken geiler. So, wo fahre ich jetzt hin? Ich weiß es noch nicht. Fahren wir einfach mal geradeaus. Und mich regt es so auf, warum das ABS jetzt blinkt. Und das ist halt so ein geiles Gefühl, sein Traummotorrad endlich zu besitzen. Oh, und ich habe halt echt einen super Preis geschossen. Das hätte ich nicht gedacht. Und wie gesagt, das war die einzige bei uns in der Umgebung, die erstens so geil aussah. Zweitens relativ wenig Kilometer. Also jetzt habe ich 13.000 Kilometer drauf. Mit 12.700, 800 habe ich sie gekauft. Und ich heize jetzt noch ein bisschen rum, würde ich sagen. Ich nutze das Wetter noch aus. Yes. So, fahren wir noch mal kurz Landstraße. Yeah. Komm, was ist das für ein Helm gewesen? Jetzt komm, gib Gas mit deinem Skoda. Und in diesem Sinne, gibt es noch was zu sagen? Eigentlich nicht. Ja. Dann, Leute, bleibt stabil. Genießt das Wetter, geht. Muss ich nochmal knattern. Geht raus. Unternimmt was mit Freunden, Familie. Und ich melde mich ab. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao.